Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Zwar gibt es heute wieder eine Semi-Solo-Verglitch-Variante und zwar eine komplett neue Verglitch-Variante. Diese Verglitch-Variante ist eine der einfachsten, die jetzt momentan rausgekommen ist. Und zwar funktioniert die nur mit einer Agentur. Das heißt, ihr braucht auf jeden Fall eine Agentur. Und wenn ihr eine Agentur habt, komplett egal, wo diese ist. Und wenn ihr nun eine habt, dann könnt ihr auf jeden Fall euch schon mal dorthin begeben. Jetzt könnt ihr euch auf jeden Fall aussuchen, ob ihr diesen Glitch solo macht oder ob ihr den mit einem Freund macht. Denn ihr könnt einen Freund beauftragen, der in einen Job von Titan reingeht, in eine private Einladungslobby und geht dort einmal in einen Job von Titan rein. Oder ihr schaut ganz einfach jetzt einmal in die Beschreibung und nehmt euch diesen Bot, der dort von mir markiert worden ist. Und zwar der MTB-Titano. Das könnt ihr euch komplett aussuchen, wie ihr das möchtet. Ich mache es jetzt hier mit diesem Bot und mache es dann auch somit solo. Als allerersten Schritt begeben wir uns natürlich erstmal zu der Agentur und joinen ganz einfach mal diesen Bot nach oder euren Freund. Das heißt, wir joinen ihn ganz einfach mal nach, sodass wir hier diese Bist-du-sicher-Meldung bekommen. Wenn diese kommt, ganz einfach diese auf Kreis ablehnen, sodass diese Meldung gleich schneller lädt. Das macht ihr jetzt ein paar Mal, immer wieder die Meldung ablehnen und dann geht ihr ganz einfach mal in die Agentur rein. Wenn wir jetzt gleich in der Agentur die Aufzuganimation bekommen, sodass wir den Aufzug sehen, können wir jetzt ab da einmal direkt joinen. Das heißt, wir sehen jetzt hier den Aufzug, ganz einfach mal joinen, alles mit X bestätigen, auch die Sitzung mit Einladung, Meldung, alles mit X bestätigen. Wir werden jetzt hier sehen, dass wir ein frühes Bildschirm bekommen mit einem verschwommenen Hintergrund. Wenn das Ganze so ist, ganz einfach mal die Optionstaste drücken, einen Job von Titan starten, das wir jetzt aber auch nicht machen können. Und zwar wird jetzt hier eine Fehlermeldung kommen, die ganz einfach auf X bestätigen und den Job erneut starten. Und sobald wir das Ganze getan haben, werden wir nun auch schon in den Job reingeladen. Im Jobmenü angekommen, verlassen wir jetzt diesen Job ganz einfach und wir spawnen in der Agentur ohne Minimap. Wir sind jetzt hier in der Agentur angekommen, teleportieren wir uns jetzt ganz einfach mal raus. Wir testen erstmal nach, ob die Jobs bei uns schon angezeigt werden. Falls nicht, auf Markierungen ausblenden, alles auf eigene Stellen und nun einmal einen Job starten in der Nähe, einen blauen Job in der Nähe starten und jetzt hier einmal den Bot joinen, die erste Meldung bestätigen und die zweite einmal ablehnen und ihr spawnt ganz einfach draußen mit der Minimap. Denn ihr habt jetzt wieder die Minimap, könnt aber keine Waffen rausnehmen und jetzt seid ihr auch schon fast verglitscht. Wir fordern jetzt ganz einfach mal ein Fahrzeug an und zwar ist es dort egal, ob entweder von der Nachtclub-Garage B2 oder B3 oder jetzt hier wie in meinem Fall von der B1 oder der B2. Ich mache das Ganze immer mit der Arena B1, da so bei mir immer der Flackerbildschirm am Ende kommt, wenn ich mit dem Fahrzeug dort reinfahre. Deswegen mache ich das hier mit der B1. Ich rate euch, das auch am besten so auch zu machen. Das Ganze haben wir jetzt nun gemacht, fahren wir jetzt mit dem Fahrzeug ganz einfach in dieselbe Ebene rein, wo wir das Fahrzeug angefordert haben. Und sobald wir das gemacht haben, werden wir auch schon sehen, dass wir verglitscht sind. Und zwar bekommen wir jetzt hier einen Flackerbildschirm, dort ganz einfach aussteigen und wir sind vollkommen verglitscht. Wir gehen jetzt nun ganz einfach mal in einen Job von Titan rein, sodass wir nicht durch die Map fallen, sind nun gleich im Jobmenü angekommen, dieses ganz einfach verlassen und spawnen dann verglitscht auf der Straße. Ich zeige euch hier natürlich wieder nur die Verglitch-Variante, deswegen, wer jetzt den Giftgas-Sofern-Sketch machen möchte und weiß nicht, wie der funktioniert, ganz einfach mal in die Beschreibung schauen oder oben rechts in die Infobox einmal reinschauen. Dort ist der Giftgas-Sofern auf jeden Fall verlinkt. Und ja, ansonsten könnt ihr jetzt so wie das Solo euch verglitschen oder auch mit einem Freund, das könnt ihr machen, wie ihr möchtet und könnt jetzt auch so wieder einen Giftgas-Sofern-Sketch machen und das auch wirklich sehr, sehr schnell. Wem es auf jeden Fall gefallen hat und wem es auch weitergeholfen hat, ganz einfach mal eine positive Bewertung hinterlassen. Ansonsten sehen wir uns jetzt wieder im nächsten Jahr, denke ich mal, je nachdem, ob wieder ein Glitch rauskommt. Und ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall einen guten Rutsch ins Jahr 2022 und wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Haut rein, bis dann, euer Kutix.